Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, das ist ein grandioser Erfolg für die Berliner Linke, für die Linke insgesamt. Hier wurde ein toller Wahlkampf gemacht. Wir möchten uns bei allen, die hier mit Klaus Lederer und seinem Team für dieses Wahlergebnis gekämpft haben, ganz herzlich bedanken. Wir sind stolz darauf, die einzige Partei im Deutschen Bundestag zu sein, die heute bei der Wahl zugelegt hat. Alle anderen haben verloren. Der deutliche Wahlgewinner dieses Abends ist die Linke. Und darauf können wir stolz sein. Die Linke hat tatsächlich in dieser Stadt das Richtige gemacht. Sie hat die richtigen Themen aufgegriffen. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit, die Frage der Armut, der Kinderarmut, die ganzen sozialen Gegensätze in dieser Stadt. Und sie hat vor allen Dingen gesagt, welche Lösungen angestrebt werden sollen. Die Linke steht für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit in Berlin und für eine Politik der Bürgerbeteiligung. Und das wird auch nach der Wahl gelten. Und wir sind besonders stolz darauf, dass in Fragen Rassismus und Rechtspopulismus und Flüchtlinge klare Kante gezeigt wurde und dass man mit dieser Position auch Wahlen gewinnen kann. Wir machen deutlich, dass die sozialen Fragen in Deutschland bewältigt werden können. Die Berliner haben eine hervorragende Vorlage geliefert für die Wahlkämpfe im nächsten Jahr und vor allen Dingen auch für die Bundestagswahl. Und ich glaube, das können wir alle gebrauchen. Wir können alle diesen Erfolg des heutigen Abends dringend gebrauchen und werden ihn auch genießen. Vielen Dank nochmal an die Berliner. Ja, hallo Berlin. Diese Stadt hat heute eine klare Haltung belohnt, eine Haltung, die da heißt, wir stehen für Weltoffenheit. Bei uns gibt es kein opportunistisches Wanken und Weichen vor dem Rechtspopulismus. Und Berlin hat eine Haltung belohnt, die da heißt, wir wollen verändern, dafür stehen wir und dafür kämpfen wir, nicht nur allein, sondern gemeinsam mit euch. Bei uns kommt es auf jeden an. In der Tat, wir sind die einzige im Bundestag vertretene Partei, die zugelegt hat. Und ich finde, das macht nicht nur Mut in Berlin, das macht Mut im ganzen Land. Und diesen Mut haben wir auch bitter nötig gehabt, finde ich. Der Wahlkampf der Berliner Linken war nicht nur großartig kreativ, witzig, engagiert zu jeder Tages- und Nachtzeit, sondern er war von einer Überzeugung geprägt, nämlich: Wir machen keine Politik über die Köpfe der Menschen hinweg. Wir wollen mit euch gemeinsam Politik machen. Und der Spruch, die Stadt gehört euch, heißt eben auch, die Stadt gehört den Menschen und nicht den Baulöwen, nicht den Miethaien, nicht allein dem obersten 10%. Diese Stadt gehört den vielen, die hier leben. Ja, heute kann man sehen, dass wir uns die Stadt zurückholen, indem wir kämpfen für ganz konkrete Vorhaben wie bezahlbares Wohnen, wie Bus- und Bahnverkehr, der bezahlbar ist oder womöglich irgendwann ganz gebührenfrei ist, für eine Stadt, die weltoffen ist. Und ich finde, heute feiern wir so richtig. Und wir feiern zum einen die Berlinerinnen und Berliner, die sozusagen uns viel Mut geben. Aber ich finde, wir feiern auch ein bisschen uns selbst heute. Tschüss.